Ja, moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog. Und Leute, ich kann mir das Grinsen nicht verkneifen. Ich freue mich auf dieses Video sehr, sehr doll. Wie ihr seht, auf dem Fass ein Elsburn. Und ja, es ist der Cozy Winter 9, exklusiv abgefüllt für Kirschimport. Ja, und der Kollege ist in mehrerlei Hinsicht sehr speziell. Also der ist dann halt limitiert auf, ich muss gerade mal gucken, wie viele Flaschen es waren. 864 Flaschen. Kommt, wie der Name schon sagt, ne? Edition Number 9, heißt. Es gab auch 1 bis 8 vor, aber der kommt dann halt einmal raus in einer gewissen Flaschenanzahl und wenn er vergriffen ist, ist er vergriffen. Ne? Also ein bisschen was Exklusives, Special Release 2023, falls ich es nicht gesagt habe, wie man es von Elsburn gewohnt ist, ohne Kältefiltration und ohne Farbstoff. Immer natürlich, sehr, sehr geil. Und jetzt steht hier Best Strange, nicht Batch Strange, sondern Best Strange. Also. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, ich denke nicht. Es klingt nach Absicht und Best Strange heißt so runter verdünnt, das ist die beste Alkoholstärke hat, die er haben sollte. So, aber das sind die Eckdaten, aber jetzt kommt's. Alkoholgehalt 53,2, also über 50%, schon mal sehr gut. Und wir haben vier Fässer verbaut in dem Whisky, alles First Fill, ne? Und jetzt, okay, dann denkt man so, vier Fässer, krass, alles First Fill, krass. So, jetzt hört euch mal die Zusammensetzung an. Wir haben Malaga, Moscatel, Marsala und Sherry Cask. Also über 50%, ohne Farbstoff, ohne Kältefiltration, vierlei Fässer. Gently Wood smoked. Was bedeutet Wood smoked bei Elsburn? Der ist über Buchenholz geräuchert. Ich hatte schon mal einen über Buchenholz geräucherten Whisky, deswegen habe ich mir den auch zugelegt, weil ich habe unbedingt nach einem gesucht, der wieder über Buchenholz geräuchert sein sollte, weil mich der damals umgehauen hat. Das war der, aber der war noch viel, viel limitierter. Guckt euch das Video gerne an. Das war der Whistlewood der dritte. Damals auch noch Glen Ells und nicht Elsburn. Es war noch vor der Umbenennung. Und der hat mich so umgehauen und deswegen habe ich gesagt, ich brauche wieder einen Woodsmoked Elsburn. Und dann habe ich den gesehen mit dieser Fasszusammensetzung. Und jetzt gebt euch mal den Preis zur heutigen Marktzeit 80 Euro. Ich habe 80 Euro bezahlt. Also ich wollte den sehr gerne haben und als ich den Preis gesehen habe, habe ich gedacht, ja, okay, den musst du haben. Ja, guckt euch die Farbe an. Irgendwas zwischen starker Sherry-Einfluss und Rotwein-Einfluss, also ist ja in dem Sinne kein Rotwein, aber so, das ist ja so, wie sagt man, Likörwein. Ne? Hat dann so einen rötlichen Stich mit drinne, aber auch einen bräunlichen, also Farbe top. Und jetzt riechen wir mal rein. Ach, ich hab so Bock. Und ich kann euch jetzt sagen, der roch vor dem Video habe ich schon mal reingerochen. Der roch er schon wieder anders als jetzt, aber er riecht immer geil. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade so abgehe, ne? Aber. Und in der Nase ist es wirklich leichter Rauch. Und dieser Buchenholzrauch, ne? Der ein oder andere Torfrauch-Whisky kriegt es hin, so Barbecue-Noten zu haben, in Ansätzen. Dann spricht man von Barbecue, ne? Barbecue-Noten. Rauch, Schinken, so ein bisschen, ne? Aber Buchenholzrauch riecht richtig nach Barbecue.
Das riecht so, als würde ich vor meinem Smoker stehen. Das habe ich in dem anderen Video auch schon gesagt. Also da war es auch intensiver, weil der Rauchgehalt, glaube ich, einfach noch krasser war. Das war wirklich, ne, aber auch jetzt, als ob ich vor meinem Smoker stehe, ne? Aber vielleicht so ein bisschen, wo nur noch Glut da ist. Ne? Also weil der Rauch leicht ist, also wenn das Feuer erstmal losgeht und gerade wenn es schon am Brennen ist, dann kommt ja ein Qualm da raus. Das war bei dem anderen Whisky so, hier ist es vielleicht eher so ein leicht ausbrennender Smoker. Dann hat man eine Süße in der Nase. Auch mit mehreren Komponenten, also irgendwo Karamell, vielleicht aber auch Schokolade. Auf jeden Fall diese krasse Malznote, für die ich Elsbeeren eigentlich immer feier. Da kommen die anderen Fässer irgendwie zur Geltung. Also der hat eine Säure, also schon in der Nase, ne? Eine ziemlich gute Portion. Dann hat man rote Früchte, Gewürze. Dann hat das auch so ein bisschen was wie roter Früchtetee. Also, ne, also vier fast oft. Also ich habe ja schon Whiskys gehabt. Ich glaube, ich hatte sogar mal einen Whisky mit sechs Fässern drinne. Und dann denkst du, oh Gott, muss der komplex sein. Und manchmal reichen zwei Fässer aus. So. Und manchmal, also entweder werden oft dann zwar sechs Sorten benutzt und alle Fässer sind ausgelutscht, oder die heben sich gegenseitig auf, oder es ist einfach too much von allem. Und also ich habe auch schon einen gehabt, der lag, glaube ich, in sechs Fässern und roch eigentlich nur nach Bourbonfass, ne? Der hier riecht irgendwie nach allem und ja, man merkt, dass das Fürstfüllfässer waren, ne? Der hat eine Frische, der hat so ein bisschen Zitrus mit drinnen, die so eine Frische mitbringen. Dann hat er die roten Früchte, dann Säure, so was Weiniges, dann hat er die Süße, dann hat er was Malziges. Oh, total bärig dann zwischendurch. Ja, herrlich. Wir tun ja nachher noch mal was da rein. Jetzt probieren wir erstmal ohne. Ich habe richtig Bock, den jetzt zu probieren. Sanja. Alter, was geht da ab im Mund? Wo fange ich an? Es beginnt mit leichtem Rauch, parallel eine richtig brutale, geile Süße aus Karamell und Malz. Und so eine gewisse Würze. Und dann wird das noch im Geschmack. Gar nicht, es ist doch gar nicht abgegangen. Das ist, glaube ich, noch im Geschmack. Wird das dann auf einmal ersetzt durch eine Beerenfrucht und eine weinige Säure. Jetzt wollte ich schon Süße sagen. Durch eine weinige Säure. Und dann geht es im Abgang, wo man noch leicht den Rauch hat. Und dann geht es aber über in so Schokoladennoten. Wenn diese süße Schokoladige nachlässt, geht es in so eine bittere Note, die so an Kaffee erinnert. Ne? Vielleicht sogar schon ein bisschen Mokka. Ah. Ja, und während das vielleicht diese Frische in der Nase so ein bisschen Zitronentouch hat, hat es auf der Zunge eher so einen Orangentouch. Ne?
Ja, das ist so ein Whisky, der gehört auf jeden Fall irgendwie in die Weihnachtszeit. Aber den könnte ich auch im Sommer beim Smoken trinken. Also so ist nicht. Also der wird auch gut im Sommer zum Smoker passen. Oder halt am Lagerfeuer, ne? Also jetzt nicht, ich sitze auf der Terrasse, es sind 30 Grad, ich sitze in der Sonne und chillen mit ein paar Freunden irgendwie im Garten. Ich meine, das ist beim, ja, wenn ich smoke dabei, dann passt das. Sitzen wir dann nur ohne Smoker, dann ist das vielleicht ein bisschen too much, aber oh, voll der geile Lagerwhisky, Lagerfeuerwhisky oder halt, ne? So, jetzt müssen wir einmal Wasser reintun. Ach, seht ihr, ich habe das Wasser auf den Tisch vergessen. Ich bin sofort wieder da. So, ich hoffe, ich bin jetzt mit dem Gesicht nicht zu nah an die Kamera gekommen, dass sich der ein oder andere erschreckt, wie hübsch ich bin. Nein, Spaß beiseite. So, wollen wir mal ein bisschen Wasser reintun, wa? Ich glaube, der verträgt auch noch Wasser, ne? Oh, ja. Also jetzt kommt irgendwie diese Buchenholzrauchnote noch besser raus. Ist auch massiv irgendwie jetzt auch in der Nase so Kaffee, ne? Das ist irgendeine Note bei, die kann ich jetzt gar nicht benennen. Die ist aber sehr intensiv. Auf jeden Fall mega beerig jetzt in der Nase auch. Er wird von diesem massiven, süßen, malzigen mit Wasser ein bisschen leichter in der Nase. Also diese säurehaltige Note, die Zitrusnote wird ein bisschen mehr. Der Rauch wird ein bisschen mehr, aber diese. Das war ja schon fast in der Nase gefühlt sirupartig. Kann man gar nicht beschreiben. Aber im Geschmack ja auch. Aber so mit ein bisschen Wasser wird das ein bisschen leichter in der Nase, ne? Nichtsdestotrotz bleibt es eine Hammernase. Ja, noch ein Schluck. Sancho. Erstaunlich, wie er sich verändert mit Wasser. Aber das Erstaunliche ist, die Noten sind dieselben, zum Großteil. Sie haben bloß die Reihenfolge und die Intensität ein bisschen gewechselt. Während er jetzt am Anfang ohne Wasser total süß, eher dieses Schwere losging und dann abgelöst wurde durch dieses frische, weinhaltige, bärige, hatte man jetzt erst auch eine Süße, aber irgendwie eine andere Süße. Dieses weinhaltige und bärige ganz, ganz stark und auch zu Anfang. Das schmeckte fast so wie, wenn man eine Schale Erdbeeren hat. Und der Erdbeersaft, der dann von den Erdbeeren in der Schale überreibt, wenn man den trinkt. Der schmeckt ja auch irgendwie süß, frisch, fruchtig, bärig, so, oder? In die Richtung geht das. Und dann wird es nochmal. Also, und nach dieser Note kommt dann das malzige Süße, wird im Mund so ein bisschen dickflüssig, so sirupartig.
und geht dann nochmal in Abgang wieder in so eine Schokoladen, jetzt noch stärker diese Kaffeenote über, ne? Boah. Also jetzt schon muss ich sagen, wir sind jetzt im Januar, wo ich dieses Video drehe. Also vielleicht kommt das auch erst im Februar raus, aber gedreht ist es schon im Januar. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen ernstzunehmenden Kandidaten für Whisky des Jahres hier im Glas. Das ist echt. Also was da aus der Hammerschmiede kommt, ey. Hut ab. Hut ab. Also jetzt bei meinen letzten zwei Whisky des Jahres Nominierungen war Elsbjörn ja immer stark dabei. Und ich glaube, dieses Jahr wird das nicht viel anders sein, ne? Also. Stark. Stark. Richtig geil. Also, bevor ich hier noch zu doll weiter schwärme, wem das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder noch lieber ein Abo. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, rein.